Hallo, ich begrüße dich zu meiner neuen Serie mit der Vorhersage für die chinesischen Tierkreiszeichen im Jahr des Wassertigers 2022. In diesem Video geht es um den Hahn. Bleib also dran. Hähne haben dieses Jahr besonders viel Glück auf ihrer Seite und das sollten sie unbedingt nutzen. Hähne haben dieses Jahr eine besonders gute Problemlösungsfähigkeit und die sollten sie gewinnbringend einsetzen, für sich selber, aber auch um anderen zu helfen. Sie können damit auch Geld verdienen. Und nicht nur das, sie werden auch viel Hilfe an ihrer Seite haben, um Herausforderungen gewachsen zu sein. Also einfach die Augen offen halten, die richtigen Leute kommen dann schon. Netzwerken ist dieses Jahr ganz groß geschrieben bei den Hähnen. Das sollten Sie unbedingt machen, um gute Kontakte zu knüpfen, die in der Zukunft viele Gelegenheiten und Türen öffnen können, aber auch einfach, um die Geselligkeit mit anderen zu genießen. Natürlich, solange Corona ist, unter den nötigen Auflagen. Da vieles so richtig gut zu laufen scheint, sollte aber nicht ein Gefühl der Gier aufkommen, dass man überhaupt nicht mehr den Rachen voll kriegt, denn damit schießt man übers Ziel hinaus. In Acht nehmen müssen Hähne sich auch bei dem Ganzen vor anderen Leuten, die vielleicht neidisch auf ihren Erfolg sind. Einfach überhören, sich nicht auf irgendwelche Gerüchte oder Klatsch einlassen, sondern einfach weiterhin an deinen Zielen arbeiten. Das wird dich am meisten voranbringen. Auf dein Immunsystem solltest du ein bisschen aufpassen, denn die Hähne neigen zu Infektanfälligkeit oder auch zu Unfällen und sollten dieses Jahr Orte meiden, wo viel Yin-Energie ist, also sowas wie Friedhöfe und Gruften und sowas. Das ist keine gute Idee, wenn Hähne sich dann dieses Jahr dort aufhalten. Wenn dich das interessiert, dann wird dir sicher auch mein Buch gefallen, das eine Prognose für das Jahr des Wassertigers 2022 aus allgemeiner Sicht und auch für alle Tierkreiszeichen und Tageselemente bereitstellt. Auch viele Tipps zu Feng Shui, wie man die Energien dieses Jahr gut nutzen kann, Aktivierungsdaten und viele Strategien, die einen zum Erfolg führen. Bedenke auch, es sind nur 12,5%, die dein Jahrestier ausmachen in deinem ganzen energetischen Gefüge, das du in der chinesischen Metaphysik darstellst. Und für weitere Einblicke kannst du dir einen individuellen Jahrescheck bei mir holen. Viel Erfolg im Jahr des Wassertigers wünscht dir Cornelia Kara. Bitte lass einen Daumen da, wenn dir das Video gefallen hat und abonniere diesen Kanal, dann verpasst du keine Videos mehr. Tschüss!